Okay, wir haben uns seit Ende letzten Jahres haufenweise CPUs einzeln angesehen und jetzt ist es an der Zeit, euch eine kleine Marktübersicht zu geben, wenn ihr jetzt gerade auf der Suche nach einer neuen CPU seid. Und auch wenn ihr gerade nicht auf der Suche seid, kann dieses Video ganz interessant für euch sein, denn eines ist klar, die Marktsituation ändert sich ständig. Denn das, was ich vor 3 Monaten empfohlen hätte, würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr empfehlen. Es gibt nämlich eine bestimmte Gruppe an CPUs, die aktuell eigentlich Meta ist, die aber gar nicht so viel Achtung bekommt. Dieses Video wird euch präsentiert von NZXT und der neuen Kraken und Kraken Elite AIO. Das sind nämlich die beiden neuen All-in-One-Wasserkühler im Kraken-Lineup. Sie heißen jetzt tatsächlich nur noch Kraken und Kraken Elite. Beide kommen mit einem Display auf dem Pumpenkopf, wobei das Display bei der Elite nochmal wesentliche Verbesserungen erfahren hat. Dieses LCD-Display ist wesentlich heller als beim Vorgänger, liefert 60 Bilder die Sekunde und hat eine deutlich bessere Blickwinkelstabilität. Auch die Cam-Software hat einige neue Features erhalten, wie zum Beispiel GIFI-Integration. Allerdings könnt ihr auch Webseiten einbinden und euch wichtige Systemparameter anzeigen lassen. Beide AIOs kommen in den typischen Radiatorgrößen und sind ab sofort verfügbar. Einen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Erstmal die Frage, wer braucht jetzt momentan eigentlich eine neue CPU? Und klar ist das immer eine individuelle Entscheidung. Ich sag mal so, wenn jemand gerade aktuell zum Beispiel auf eine ganz andere Leistungsklasse umsteigen will, sich vielleicht einen High-End-PC kaufen möchte, weil er vorher eben immer Entry-Level und Mid-Range gekauft hat, dann werde ich ihn davon natürlich nicht versuchen abzuhalten, etwas Neues zu kaufen. Ob etwas sein muss, das sollte auch immer jeder für sich selbst entscheiden. Andererseits muss man sich so ein Upgrade aber auch immer wohl überlegen, denn erstens sind die meisten Spiele mehr abhängig von dem, was eure Grafikkarte leistet. Denn eines muss klar sein, diese CPU-Einzelreviews, die werden häufig unter, ich sag jetzt mal, unrealistischen Bedingungen gemacht. Denn in den meisten CPU-Tests stellt man die Auflösung ganz weit runter, um zu gewährleisten, dass die Grafikkarte nicht bottleneckt und natürlich um die größten Unterschiede rauszuarbeiten. Wenn ich also in einem Review sage, dass CPU A 20% schneller ist als CPU B, dann bezieht sich das immer auf dieses Testszenario. Ihr werdet nicht generell 20% mehr Leistung bekommen, wenn ihr ganz normal spielt. Und da muss man sagen, ja, CPUs haben in den letzten Jahren einen ordentlichen Sprung gemacht, aber auch die eine oder andere ältere Ryzen CPU oder auch die eine oder andere ältere Intel CPU macht heute immer noch eine gute Figur. Die beste Daumenregel ist eigentlich die, dass ein Upgrade erst immer dann notwendig wird, wenn die Hardware für das, was ihr mit eurem PC machen wollt, nicht mehr ausreicht. Keinen Sinn ergibt zum Beispiel meiner Meinung nach momentan ein Upgrade von einem Ryzen 5 3600 auf zum Beispiel einen Ryzen 5 5600. Klar werdet ihr etwas mehr Leistung bekommen, aber ist diese Mehrleistung die Arbeit und das Geld wert? Ich denke auf jeden Fall mal nicht und dann lohnt es sich vielleicht mal, die nächste Entry-Level-Generation einfach abzuwarten. Wenn ihr aber ein Upgrade machen wollt, dann ist die nächste wichtige Frage die, ob man den RAM und möglicherweise auch die Plattform mitnimmt oder eben nicht. Denn DDR5 ist mittlerweile gut etabliert auf dem Markt, die Preise sind auch stark gesunken. Andererseits ist DDR4 zurzeit so günstig wie noch nie und in vielen Fällen kann man auch beim Upgrade seinen RAM oftmals mitnehmen. Und in dem Zug solltet ihr euch auch fragen, in welchem preislichen Rahmen das Ganze sein sollte. Dazu bekommt ihr jetzt von mir mal ein paar Vorschläge für unterschiedliche Preisklassen. Und die Vorschläge, die ich euch heute mache, die drehen sich in erster Linie um die Gaming-Leistung. Es gibt aber auch noch ein paar Vorschläge für CPUs, die für mehr sind als nur Gaming. Und bevor sich jetzt die Ersten denken, Mann, komm doch endlich zum Punkt, mir war das jetzt wichtig, erstmal alles zu disclaimern, damit ihr nicht hingeht und nach dem Video denkt, oh Gott, ich brauche jetzt sofort eine neue CPU, denn vielleicht braucht ihr die gar nicht. Aber wenn es wirklich günstig sein soll, in der Preisklasse unter 150 Euro, dann haben wir aktuell auf der blauen Seite den Intel Core i3 13100F, allerdings auch den älteren Intel Core i5 12400F und auf der roten Seite den Ryzen 5600 Non-X. Ich habe in jeder Preisklasse Geizhals Wunschlisten erstellt, um dann für Leute, die die Plattform und den RAM neu kaufen müssen, natürlich auch entsprechende Optionen zu bieten. Und da fahrt ihr mit dem Ryzen 5 5600 am günstigsten mit Mainboard und auch RAM. Der Ryzen 5 kostet zwar etwas mehr als der Intel Core i3 13100F, für mich fällt der i3 aber schon fast raus aufgrund der Tatsache, dass es eben leider Gottes nur ein 4-Kerner ist. Beim Ryzen 5 bekommt ihr immerhin 6 Kerne und 12 Threads.
Threads. Und es gibt ja mittlerweile auch Games, die 6 Kerne auslasten. Hinzu kommt aber, dass er in vielen Titeln im direkten Vergleich auch schneller ist. Ich meine, genau das haben wir ja schon im Test vom i3 gesehen. Übrigens habe ich euch auch nochmal alle meine CPU-Einzelreviews der ganzen letzten Zeit in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr da was einzeln nachschauen wollt. Andererseits wäre da aber noch der i5-12400F. Der ist, was die reine Gaming-Leistung angeht, etwas schneller als der Ryzen 5, kostet aber auch entsprechend knapp über 150 €. Und das Bundle ist mit Mainboard und RAM am Ende des Tages auch gute 50 € teurer. Weshalb ich in der Preisklasse um und unter 150 € am ehesten zum Ryzen 5 5600 Non-X raten würde. Solltet ihr in der Preisklasse allerdings trotzdem zu einer Intel-CPU greifen, würde ich euch empfehlen, wenn ihr upgradet, euren DDR4-RAM mitzunehmen und auch ein entsprechendes DDR4-Mainboard zu kaufen. Oder wenn ihr alles neu kauft, dann auf jeden Fall DDR4-RAM und auch DDR4-Mainboard. Denn alles andere macht das Upgrade für den Preis meiner Meinung nach völlig unwirtschaftlich. Die nächste Stufe wäre dann für um und unter 200 € und hier gibt es theoretisch wieder zwei Optionen. Das ist einerseits der AMD Ryzen 7 5700X und andererseits der Intel Core i5 13400F. Und da muss ich tatsächlich sagen, der 5700X ist aktuell der absolute Geheimtipp, weil ihr hier einfach einen 8-Kerner mit 16 Threads und einer ordentlichen Single-Core-Performance für knapp 180 € bekommt. Ich will das Teil auch nochmal reviewen, weil ich finde, dass sich das zurzeit wirklich lohnt. Der i5 13400F hat auf jeden Fall den Vorteil, wenn es um Rendering geht, weil er in dieser Generation eben sowohl Pi als auch E-Cores bekommen hat. Allerdings ist die CPU an sich schon gute 30 € teurer. Und das gesamte Bundle, wenn man es jetzt noch mit Mainboard und RAM upgraden würde, ist auch knapp 60 € über einem AMD-Bundle. Hier würde ich jetzt momentan also eher zum Ryzen 7 5700X raten, wenn es um einen reinen Gaming-PC geht. Die nächste Stufe wären dann die CPUs für um 250 €. Dann muss man allerdings schon mehr Überlegungen machen. Am günstigsten fährt man hier wahrscheinlich mit einem Intel Core i5 13500. Das allerdings unter der Prämisse, dass man ein DDR4-Mainboard kauft und eben seinen alten DDR4-RAM übernimmt oder eben DDR4 kauft. Denn das Pendant wäre der AMD Ryzen 5 7600X. Bei der CPU gibt es ja nicht mal die Option, auf DDR4-RAM zu gehen. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall ein DDR5-Mainboard und auch DDR5-RAM kaufen. Und allein DDR5 ist ja schon doppelt so teuer wie DDR4-RAM, aber auch brauchbare B650-Mainboards gibt es nur schwer unter 200 €. Das führt dann am Ende aber auch dazu, dass ein AMD-Bundle mit Mainboard und RAM hier ca. 70 € teurer ist als ein entsprechendes Intel-Bundle, wenn wir die CPUs in der gleichen Preisklasse vergleichen. Wenn es um die reine Gaming-Leistung geht, ist die AMD-CPU etwas schneller. Die Überlegung, die man sich hier aber machen kann, ist folgende. Der Sockel 1700, auf dem Intel sitzt, ist ja quasi tot. Klar kann man hier noch theoretisch hoch bis auf den 13900 upgraden, allerdings wird die nächste Intel-CPU-Generation schon auf einen anderen Sockel setzen. AMD wird noch eine ganze Zeit lang auf AM5 bleiben und man kann momentan auch auf eine der schnellsten Gaming-CPUs am Markt upgraden, das wären nämlich die aktuellen 3D-CPUs. Wenn man also sagt, dass man beim nächsten Upgrade bei der Plattform bleiben will, dann kann man an der Stelle auf jeden Fall zum Ryzen 5 7600X greifen. Wenn man andererseits aber sagt, es sollte schon relativ günstig und preis-leistungsstark sein, ist der Intel Core i5 13500 mit DDR4 und B760 die bessere Option. Die nächste Stufe wäre dann die Preisklasse der CPUs bis 300 € und hier gibt es eigentlich nur einen einzigen Gewinner, denn das Rennen wird gemacht zwischen einerseits dem Intel Core i5 13600K, andererseits aber auch den AMD Ryzen 7 5800X 3D. Ja, wieder Last Gen Ryzen, aber man muss klar sagen, wenn man jetzt eine absolut preis-leistungsstarke Gaming-CPU will, dann bekommt man mit dem Ryzen 7 5800X 3D mit Abstand von allen CPUs, die man momentan kaufen kann, wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann auf ein günstiges B550 Mainboard gehen und ist zwar auf DDR4 festgefahren, aber wenn man sich dann mal Benchmarks ansieht, dann gibt es hier und da Titel, in denen der 5800X 3D Intels Spitzenmodell schlägt. AMD hat da mit seinem 3D V-Cache einfach die Technologie für Gaming-Power an den Mann gebracht und overall kostet ein komplettes AMD-Bundle mit RAM und Mainboard gute 450 €. Ein sinnvolles Intel-Bundle mit CPU, RAM und Mainboard kostet fast 615 €. Ja, bei dem Intel-Bundle kann man noch ein paar Euro sparen, wenn man sich jetzt DDR4-RAM kauft und auch ein DDR4-Mainboard. Aber auch da ist man immer noch wesentlich teurer und deshalb würde ich sagen, sind die AMD-CPUs der letzten Generation momentan zumindest bis 300 € absolut Meta. Und alles, was jetzt darüber kommt, ist, was Gaming angeht, meiner Meinung nach nur noch ein Flex oder was für Leute, die wirklich das Beste vom Besten haben wollen. Denn so Prozessoren wie ein Intel Core i7 13700K, 13900K oder auch ein
ein AMD Ryzen 7 7800X3D oder 7950X3D sind zwar wesentlich leistungsstärker als die unteren Preisklassen, man muss aber hier klar sagen, dass es eigentlich wie immer ist in der Hardware-Welt, je teurer, desto schlechter wird das Preis-Leistungs-Verhältnis. Unbestritten kann man aber sagen, die neueren X3D-CPUs sind eigentlich die einzige Wahl, die man treffen sollte, wenn es nur um Gaming geht. Diese anfänglichen softwareseitigen Schwierigkeiten beim Ryzen 9 7950X3D, die sind längst Geschichte. Und wenn es in der oberen Preisklasse um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann ist der Ryzen 7 7800X3D hier auf jeden Fall die attraktivste CPU, vorausgesetzt, es geht natürlich wirklich nur um Gaming. Denn gerade bei den High-End-Prozessoren kommt noch was ganz anderes hinzu, nämlich die Effizienz der X3D-CPUs, weil die trotz dieser brachialen Gaming-Leistung gar nicht mal so wirklich viel verbrauchen. Intel ist da das komplette Gegenteil, dennoch sind die Intel-CPUs natürlich nicht gänzlich unattraktiv. Gerade diejenigen, die sich zum Beispiel eine Workstation bauen wollen, fahren hier mit einem 13700K sehr gut, denn wenn es um Workstation-Aufgaben geht, dann ist der Gewinner der Krieg der Kerne hier tatsächlich auch die bessere Wahl. Aber wir haben heute zwei interessante Dinge gesehen. Intel war fast das gesamte letzte Jahr über Meta, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis ging. Die Situation hat sich allerdings verändert und es ist nicht mehr so. Meta sind zurzeit die Last-Gen-AMD-CPUs, gerade in diesen unteren Preisklassen. Da sind die Dinger wirklich mega attraktiv, weil sie zurzeit für sehr günstiges Geld verkauft werden. Auch die Mainboards bekommt man zu guten Preisen und DDR4 wird momentan, wenn wir ehrlich sind, eigentlich verramscht. Upgrade-Möglichkeiten hat man dann zwar keine großartigen mehr, aber die hat man eben auch nicht, wenn man sich jetzt in der unteren Preisklasse eine Intel-CPU holt. Wirkliche Upgrade-Möglichkeiten wird man wahrscheinlich mit einer Current-Gen-AMD-CPU haben. Da ist das Problem aber, die Boards sind teuer und DDR5 ist immer noch doppelt so teuer wie DDR4. Fakt ist aber, Intel muss auf jeden Fall was tun. Da gibt es zwei Optionen. Entweder man geht mit den Preisen so weit runter, dass man in der Competition auf der Ebene standhalten kann, oder man released eben so schnell es geht eine neue CPU-Generation. Ich hoffe aber, diese kleine Marktübersicht hat euch ein bisschen weitergeholfen. Links zu allen Bundles, die ich so für mich zusammengestellt habe, um das Ganze zu vergleichen, findet ihr in der Videobeschreibung. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wollt ihr eure CPU in nächster Zeit upgraden und steht dann eventuell sogar ein Mainboard- und RAM-Upgrade zusätzlich an oder übernehmt ihr eure alte Hardware oder wartet ihr einfach mal ab und schaut, wie sich das Ganze in der nächsten Generation entwickelt? Ab mit euren Gedanken in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.